Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Thea The Awakening, meiner fünften Folge. Die letzten Folgen waren schon relativ glatt gelaufen und gelaufen und gelaufen. Wir haben relativ lange immer aufgenommen. Ich werde schauen, dass ich dieses Mal nicht länger als eine halbe Stunde aufnehme. Sonst platzen mir noch die Niete auf der Festplatte. Auf der temporären. Das Ganze wird dann irgendwo fix gespeichert, aber nicht auf dem Computer, auf dem ich gerade sitze. Außerdem glaube ich, ist es nicht ganz so lustig, wenn man sich eine Dreiviertelstunde anschauen muss, anstatt von 20 bis 30 Minuten. Gut, eigentlich geht es nur darum, dass wir langsam aber sicher überleben, und wir haben da hinten jetzt schon eine Quest zum kosmischen Baum gekriegt. Die müssen wir dann lösen. Allerdings erfahrungsgemäß, also ich habe es ja nur einmal gespielt, aber ich habe auch ein Let's Play angeschaut, sind wir jetzt noch nicht in der Lage, diese Quest zu erledigen, weil wir sind einfach noch nicht stark genug. Wir brauchen stärkere Typen. Oh. Nehmen wir uns noch einen Krieger. Oder einen Handwerker. Oder einen Sammler. Eine gute Frage. Wir haben jetzt glaube ich 6 Leute oder 7 Leute im Team. Nehmen wir noch einen Krieger. Oder Kriegerin in dem Fall. Die könnten wir vielleicht sogar gleich mitnehmen. Weil. Ja, ausgezeichnet. Achso, nein, doch nicht. Er zeigt es nur jede Runde an, dass wir das machen können. Wir sparen uns ja einen Forschungspunkt, damit wir die Speere oder was weiß ich, was bieten, glaube ich, anschauen können. Haben wir irgendwas, was frei ist? Ein großes Übungsschwert? Nö, würde ich eigentlich nicht nehmen. Und eine gescheite Waffe für sie. Ah, wir haben doch noch diesen Speer. Na, der macht nicht einmal schlecht Schaden. Nehmen wir den nochmal. Das ist zwar jetzt nicht die perfekte Rüstung. Was nimmt den Knüppel? Nehmen wir den Knüppel und ein Schild vielleicht. Dann haben wir nämlich auch einen Blunt Damage. Macht zwar wahrscheinlich nicht ganz so viel Schaden jetzt. Wie Schaden macht ihr denn? 11? Naja, eh nicht so schlecht. Der Schaden setzt sich, glaube ich, aus ihrer Stärke und aus der Waffe zusammen. Das heißt, sie muss eh recht stark. Ja, sie ist Stärke, hat Stärke 9. Das ist ziemlich hoch, glaube ich. Oder? Was hast denn du für Stärke? Du hast gar keine Stärke. Ah, doch, 4. Du hast Stärke 3. Ja, 9 ist wirklich stark. Das heißt, wir können hier so einen Hammer in die Hand geben. Wir werden dann später schauen, dass wir irgendeinen besseren Hammer oder Knüppel oder so irgendwas finden, dass sie da richtig fest drauf fetzen kann. Da könnten wir dann fast nochmal mit der Truppe zurückgehen. Und da werden wir sie tatsächlich darüber stellen. So, wie viele Tage halten wir es jetzt aus? 19 Tage, dann nehmen wir vielleicht auch noch ein bisschen Essen mit. Jetzt haben wir ein Mäulchen mehr zum Füttern, habe ich Essen gemacht. Ja, da haben wir noch Essen, das ist gut. Nehmen wir das mit. So, für 20 Tage, das passt. Gut, was schauen wir uns denn an? Wir könnten uns mal überlegen, in welche Richtung wir gehen. Wir könnten da, gibt es ein paar Sachen zum Anschauen, sehe ich. Da unten haben wir ein Spiel.
Spinnennest, das ist auch nicht schlecht zum Ausräuchern. Wir könnten da so rumgehen und uns da diese Dinger dort im Nebel liegen anschauen. So wie wir eh geplant haben, grundsätzlich zuerst. So, wir brauchen mehr Erfahrungspunkte. Das heißt, wir müssen mehr Zeug machen, wir werden mehr Kleidung herstellen. Mehr Kleidung bringt ja auch Erfahrungspunkte. Aber das ist vielleicht so. So einen Fellmantel mit Rüstung 3. Bernstein bringt, glaube ich, irgendeinen zufälligen Bonus. Ja, genau. Edelsteine gewähren einen zufälligen Bonus nach der Herstellung von Waffen und Rüstungen. Die Seltenheit des Edelsteins verstärkt den Bonus. Okay. Also wir kriegen dann noch irgendwas zufällig. Das bringt immerhin 6 Forschungspunkte. Noch eine Kleidung, weil wir haben eh nichts zum Anziehen in unserem Dörfchen. Machen wir das gleiche noch einmal mit dem Topaz. Und da haben wir immerhin Rüstung 4 und 11 Forschungspunkte. Ausgezeichnet. Das zuerst ganz rauf und dann das zuerst ganz rauf. Und du gehst mal zu dem ersten Fellmantel. Mhm. Okay, es dauert jetzt eher eine Ewigkeit, bis die fertig sind. Ja, vielleicht hätte man doch einen Handwerker aufbauen sollen. Irgendwann einmal macht es Sinn, auch 2 Handwerker zu haben, wenn wir genügend Dings haben. Beziehungsweise, ich glaube, die hat noch nicht einmal einen Hammer. Wir können Hämmer herstellen, wir sollten einen Hammer herstellen. Wir haben jetzt C4 Stahl. Das sollten wir vielleicht sogar zuerst machen. Das bringt nämlich auch 9 Forschungspunkte und der Hammer bringt 4 herstellen. Dann ist er bei den anderen Sachen schneller. Ausgezeichnet. Kann sie nämlich den Hammer gleich in die Hand nehmen und die anderen Sachen gleich viel schneller produzieren. Beim 3. Ich habe 3 Handwerken, bringt das. Das heißt, sie produziert dann nicht 60, sondern 90 Handwerken. Und dadurch ist das dann schon in 3 Runden fertig. Anstatt in 2. Anstatt in 4. Das macht doch schon Sinn. Und es bringt auch Forschungspunkte. Forschungspunkte brauchen wir. Wir brauchen 29 Forschungspunkte, damit wir die Piken bauen können. Na gut. Wie gesagt, wir gehen darüber. Ah, hungrige Untote. Das sind Erfahrungspunkte. Hurra! Bleibt einfach stehen. Wollen wir die mit Taktik besiegen? Aber ja, wieso nicht? Da brauchen wir nämlich nicht richtig kämpfen, da können wir nicht sterben. Wir kriegen ein beinernes Kurzschwert. Was kann denn das? Nix. Und noch so ein Schild, was kann der? 3 und 5. Na, den heben wir uns auf, weil es kann sein, dass der besser ist als der Schild, den unsere neue Kriegerin da gekriegt hat. Apropos neue Kriegerin und ein Forschungspunkt. Apropos neue Kriegerin, ich habe ja versprochen, dass wir unsere Leute umbenennen. Wo ist denn die neue Kriegerin? Mati Duscha. Nein, doch nicht. Morsislava. Und jetzt ein neues Schild. Kann das was? Kann das mehr? Nein, es kann weniger. Okay, dann nicht.
Hey, da ist eine Box. Das heißt, wir werden in unserer Expedition heute jemanden umbenennen. Nachdem die 7. Klassen am Sonntag wegfahren, beziehungsweise am Sonntag weggefahren sind, weil das lade ich nicht mehr vor Sonntag hoch. Das werde ich, glaube ich, am Montag oder am Dienstag werde ich dieses Video hochladen. Also werden wir einen oder eine, nein, zwei werden wir umbenennen, weil wir haben die eine 7. Klasse, die ich schon kenne aus der 6., nämlich die 6-7C, also letztjährige 6C. Da haben wir gleich in der ersten Stunde eine Art Wiederholung gemacht, und zwar zu den Gerätschaften, die wir hatten. Und da gab es zwei, die sich besonders schnell hervorgetan haben, und die werden wir gleich ehren, indem sie irgendeinen Typen kriegen. Dann, nachdem das zwei Typen sind, müssen wir solche Leute wie Bolko und Nilubets umbenennen und nicht die Matiduscha, Morschislava, Ande. Das sind ja nur Mädels. Wow, wir können nur die zwei umbenennen. Oder Leute in der Stadt. Könnten wir eigentlich auch machen. So, wir werden Bolko. Nein, aber die passen eigentlich überhaupt nicht. Nilobetz, soll ich den Mirtel Nilobetz nennen? Also soll ich den Nilobetz Mirtel nennen? Niemals. Der ist was? Was kann der? Ach so, Handwerker, na gut, das geht. Und Sammler, oder? Ist das? Ich dachte Gelehrter. Das wäre dann vielleicht doch zu viel der Ehre. Gut, der schaut klein aus, der schaut breiter aus. Breiter und stärker. Na gut, dann ist klar, dass Bolko der Sali wird und Nilobetz wird der Mirtel. Wir nennen den Bolko jetzt nicht mehr Bolko, sondern Sali. Und den Nilobetz nennen wir nicht mehr Nilobetz, sondern kleiner Mirtel. Na okay, wir nennen ihn nicht kleiner Mirtel. Aber ich sage immer nur Mirtel zu ihm. Wir nennen ihn Mirtel. Was soll man Matthias nennen? Na, wir nennen ihn Mirtel aus. Nein, wir nennen ihn doch Matthias. Ja, das würde ja seinen großen Bruder ehren auch. Und den wollen wir ja nicht jetzt ehren. Vielleicht irgendwann. Okay. Passt, wir haben Sali und Matthias drinnen. Mal schauen, ob die Helden schnell genug dazu kommen, damit wir auch andere Leute benennen können. So. Da haben wir, wie schon gesagt, haben wir da was. Ich hoffe, da geht es dann durch, aber es schaut schon so aus. Was gibt es denn da zum Sammeln? Nur Holz. Na, da machen wir kein Lager. Hey, wir haben einen Hammer. Ausgezeichnet. Dann werden die Dame gleich ein. Wenn wir der Dame gleich einen Hammer in die Hand drücken. Jetzt kann es gleich ein bisschen besser zuschlagen auf die Sachen. Nochmal zwei Fellmäntel. Seht ihr? Oh, sie hat sogar 100. Wieso das? Ach so, der Hammer hat nicht plus 3, sondern plus 4 sogar gebraucht. Bist du wahnsinnig? Was sind wir gut? Wir machen so gute Hämmer. Oh, verstehe. Die Weide bringt auch was. Ausgezeichnet. Das haben wir noch gar nicht gesehen vorher. Ah, nein, das war dumm. Ich habe die ja noch nicht angenommen. You hear a strange commotion coming from the nearby bushes. Oh, a schon sort wieder of so cross einer. between a squeak and a deep grumble of a salivating dog. As you approach, you see a weird-looking brown ball of disheveled fur, with big yellow eyes staring back at you. The creature is no bigger than a fox and has bat-like wings. Das hatten wir a doch schon. snarly smile with a range of sharp teeth, and it smells badly. It is apparently stuck in some hunter's trap. You recognize the trap to be orc-made. Lassen wir ihn wieder. Oder töten wir ihn?
Will das Spiel, dass wir ihn töten? Nein, wir lassen ihn den Orks. Es ist uns egal. Untote, machen wir wieder mit Taktik. Da brauchen wir nicht kämpfen. Bei diesen kleinen Kämpfen, das ist echt ein bisschen lächerlich. Rüstung 5. Was gezeichnet? Und was kann das? 3 und 4, nicht so ausgezeichnet. Das verkaufen wir gleich, oder? Ja, pfeif drauf, das braucht kein Mensch. Gut, 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 gut. Das ist sicherlich eine bessere Rüstung als die, die du jetzt gerade trägst, gell? Ah, die Rüstung, die du jetzt gerade trägst, hat aber Geschicklichkeit 1. Na gut, wurscht. Er braucht schon Geschicklichkeit, wenn er dafür mehr aushält. So, das sind jetzt Zweier. Ihr nähert euch dem Feind und habt einen Angriffsplan auszuarbeiten. Wir können die auch sozial bekämpfen. Wollen wir einen sozialen Kampf versuchen? Das ist sicher lustig. Und sterben können wir auch nicht dabei. Ja, machen wir einen sozialen Kampf. Naja, okay. Da sind unsere Werte nicht so gut, aber ich glaube, die Werte von den anderen sind auch eher modig in so einem Kampf. Wir haben da einen guten, den Matthias. Und die Irina ist auch nicht schlecht. Und die Naslava. Und da drüben haben wir auch noch einen brauchbaren. Oder eine brauchbare. Ja doch, den Sali. Machen wir behalten und spielen. Ah, die halten ziemlich viel aus und teilen ziemlich viel aus. Für das ein sozialer Kampf ist. Irre. Das sind so Stufe 6. Irre. Können wir Leute vorschicken? Erste Aktion 3. Die beiden könnten wir in die erste Reihe setzen, aber das Problem ist, das reicht nicht. Mit 6 Schaden bringen wir das Ding nicht um und selbst sterben wir. Außer wir werden geschützt. Oder unterstützt. Wie viel Schaden müssen wir machen? 16? Das heißt, wir müssen die Unterstützung 10 bringen. Irre. Gegen Angriff 3 und gegen Taktik 2? Nö. Gegen Taktik 4 könnte wirken. Die hält ja den Schlag von 7 nicht aus. Ah, und wir können ihre Rüstung nicht verstärken. Okay, vielleicht war das doch keine kluge Idee. Wir hätten das mit Rufzack machen sollen. Mit Rufzack sind wir relativ gut ausgerüstet. Wenn wir ihn reingeben, er kann nicht wirklich viel Schaden nehmen in dem Fall. Und er braucht nur noch 7 zusätzlichen Schaden, um das Ding zu killen. Wir könnten ihm ein Unterstützungsdings geben. Sicherheitshalber mal. Nochmal weiter. Nur noch 3 Schaden. Uff. Echt jetzt? 3 Schaden müssen wir noch geben. Na bitte, Verbündeten unterstützen 3. Ach so, nein, der hat eh... Ach Gott, ich bin so dumm. 2 Schaden hätte eh auch gereicht. Das heißt, er killt das oder das. Hoffentlich das zweite Viech. Mit 12 Schaden ist schon recht viel. Irre. So, wer von denen hält am meisten aus? Mit 9 sie.
Ah, Mist. Das war nicht klug. Ich hätte ihn zuerst geben sollen. Kann man das wieder rückgängig machen? Bitte lass es mich zurücknehmen. Wenn sie stirbt, die Mati Duscher, wäre das wurscht gewesen. Sie ganz vorne. Und sie soll mehr Schaden machen. Immerhin wird sie den ersten Ansturm überleben. Okay, das war dumm. Habe ich nicht richtig gemacht. Ah, ist eh klar. Ärgerlich. Echt ärgerlich. So, wir haben aber nur einen verloren in dieser Runde. Das ist gar nicht einmal so schlimm. Immer die ist ja wurscht. Vielleicht sind wir als Erste dran. Ist eh klar. Wieso sollten wir auch als Erste dran sein? Grrr. So, aber wir können wir wieder jemanden vorgeben? Nö. Wir können Verbündete unterstützen. Das heißt, wir geben dort irgendjemanden hin, der uns wurscht ist, wenn er stirbt. Wir hätten sogar sie hingeben können. Ah, naja, gut. Ja, das ist mal noch rechter. Dann wird er erledigt und die hier machen den Rest. Ach, geh was, die gehen wir auch rein einfach und aus. Und nur 12 Dings, das machen wir. Machen 8 und 9 und 3 Schaden, das ist mehr als 12. Wir sind halt doch Menschen. Wir können jede Ratte niederreden. Schwere Rüstung. Wow, bist du irre? Die macht dann Schutz. Hat 195 Schwere. Bist du irre? Schauen wir mal, ob die irgendjemanden passen könnte bei uns. Das machen wir gleich. Irina nicht. Ist ein bisschen zu schwach dafür. Aber du hast noch gar keine Rüstung und hast eine Stärke von 400. Irre. Heilerin, du kriegst eine super Rüstung. Dann haltst du es aus, wenigstens im Kampf. Ach, wenn ich das gewusst hätte, dass du noch gar keine Rüstung hast, hätte ich dir das Feldding geben in der Zwischenzeit. Vielleicht sollte ich mir das öfter anschauen, was ich da drinnen habe. Er hat auch noch keine Rüstung. Dann kann er das Felddings nehmen, oder? Sali, wieso sagst du nichts? Ach, weh. Ach so, können wir nicht. Naja, You dann schauen wir stumble uns das mal across some an. ruins of an old city. You open one of the buildings, a strange-looking Ja, stone und and schon wieder metal ein gate. Skelett-Dings. Ja. Das kämpfen wir so. Aha. Okay, das ist jetzt, glaube ich, nicht so gut verteilt, aber nur einen relativ guten vorne. Ach gut, andererseits, was soll's, wir haben zweimal Speere. Das heißt, wir können vorhüpfen. Doof, dass man da immer auf weiter. Na hey! Was fällt dir an? Geht's dir noch gut?
Hüpft er jetzt vor das Skelett? Wahrscheinlich eher nicht. Erste Aktion. Von das hüpfen wir jetzt. Und das machen wir doch glatt. Ja, schade. Wir machen nur 6 Punkte Schaden. Es wäre sehr schön gewesen, wenn wir 7 Punkte gemacht hätten. Dann hätten wir diese massige Ratte auf einmal weggefegt. Was machen wir noch? Verbündeten Schützen. Nö, brauchen wir echt nicht. Unterstützen. Boah. 8 und 16. Ihre. Gegnerangriff und hauen diese Ratte weg. Dann töten wir auf jeden Fall alles jetzt. Dann gehen wir auch mit den zwei rein. Das war jetzt einfach. Geschicklichkeit 1. Hey, ein Elfenbeinarmband. Sammeln 1 und Meucheln 2. Naja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Na ja, doch glatt. Wer kriegt das Sammeln-Armband? Irgendeiner von den, denen, die schon ganz gut sammeln können. Weil die führen ja dann immer den Sammeltrupp an. Die machen ja mehr Sammeln. Machen wir das so. Das dauert nicht lange. Aber das können wir automatisch machen. Und da haben wir einen Hammer. Der ist, glaube ich, stärker als dieser Knochen, den sie hat. Kann das sein? Unsere neue Kriegerin. Ah, ich will nicht, dass... Naja, die... ja, macht auch nur Schaden 2. Das ist ja wurscht, welchen von den beiden man nimmt. Sind beide gleich, aber der ist etwas leichter. Also nehmen wir den. Jo. Und wir sind bei 22 Forschungspunkten ausgezeichnet. Wenn der nächste Fellmantel fertig ist, sollten wir aufsteigen. Ja, wir haben jetzt 2 Forschungspunkte. Nein! Irgendwelche Monster vor unserem Dorf. So, wir können jetzt beim Herstellen auf die Piken gehen. Lange spitze Stäbe, die sich herausragend eignen, um Löcher zu machen. Durch Forschung Piken sind unsere Dorfbewohner in der Lage, diesen Gegenstand mit Hilfe folgender Rezeptur herzustellen. Holz, Metall oder Weiden. Also diese Weidendinger. Sekundär können wir Knochen, Metall oder Quarz und was Besseres nehmen. Ja, und das da, das passt schon. Das machen wir.
Das ist eh perfekt, wir sind gerade fertig geworden. Ah, wir bauen da gerade noch einen Fellmantel. Schon was an. Ja, wir könnten so Dunkelholz nehmen. Und als Sekundärstoff könnte man Quarz nehmen. Kohle macht Schaden 7, Gift 3. Okay, was wenn wir Granit statt Quarz nehmen? Macht Schaden 8 und Gift 3. Das heißt, Granit ist stärker als Quarz. Was wenn wir das so machen? Und Schaden 7. Was wenn wir das machen? Machen wir sogar Schaden 10. Oh, wir haben da spezielle verzauberte Knochen auch. Oh, verzauberte Knochen macht sogar Schaden 11. Und Magie 1. Und 19 Forschungspunkte. Und das wiegt nur 50. Das heißt, das kann man jedem praktisch in die Hand drücken. Nicht schlecht. Und da war schon mal nicht schlecht, dass wir das Holz gesucht haben. Machen wir das doch glatt. Was, nein, zuerst schauen wir noch, wie das ist, wenn wir das Holz verwenden. Das macht 9 Schaden und 3 Gift und 1 Magie. Das heißt, wir machen 12 Schaden sogar. Das ist sogar noch besser. Macht aber nur 9 Forschungspunkte, während das 19 macht. Oh, wir machen das aufgrund der Forschungspunkte auf jeden Fall das hier. Das vorne hin. Meine Liebe, du machst das zuerst. Boah, das kostet jetzt 5 Runden. Ehre. Wieso hast du eigentlich keine Waffe? Bodomir, sagst du mir das? Oder Bedomir? Muss ich alle ausrüsten? Da draußen stehen irgendwelche Monster, die könnten das Dorf angreifen. Hier. Pinio, du kriegst das da in die Hand. Was sind denn das für welche? Können wir uns die anschauen? Einige hängtückische Spinnen. Oh, das bringt uns Spinnenseide. Greift an. Hopp, hopp. Na gut, aber das werden wir uns erst das nächste Mal anschauen für heute. Machen wir Schluss. War doch ganz nett. Wir können jetzt Piken herstellen. Also dann. Warte mal, bin ich mit denen schon gefahren? Nein, mit denen fahren wir noch. Ah, da ist ein Dings. Und was ist das? Sandstein. Na gut, Sandstein ist nicht so interessant. Also, wie schon gesagt, Herrschaften, wir sehen uns das nächste Mal in 2 Tagen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes.